Streit um das Klimacamp am Fischmarkt und eine trauernde Elefantendame. Diese Themen beschäftigen uns heute im Nachrichtenwecker. Außerdem geht es um die Frage, wie gefährlich ist die Delta-Variante des Coronavirus? Ich bin Greta Prünster. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Zu Beginn schauen wir darauf, was in Augsburg heute wichtig ist. Ist das Klimacamp neben dem Rathaus eine vom Grundgesetz geschützte Versammlung oder nicht? Diese Frage beschäftigt Augsburg, seit das Camp im Juli vor einem Jahr eröffnet wurde. Das Verwaltungsgericht Augsburg hat im vergangenen Herbst entschieden, ja, es ist eine Versammlung. Die Stadt Augsburg hat daraufhin eine Zulassung auf Berufung beantragt und der ist jetzt stattgegeben worden. Die Stadt betont, dass sie den Klimaschutz auf keinen Fall vernachlässigt. Es gehe ihr vielmehr darum, zu klären, ob unbefristetes Campen auf öffentlichen Plätzen vom Grundgesetz geschützt wird oder nicht. Wenn jetzt zum Beispiel eine andere Protestgruppe käme, dann müsse man ja wissen, wie man damit umgehen soll. Die Aktivisten vom Klimacamp halten das für ein Scheinargument. Ihnen wäre es lieber, wenn die Stadt mehr Energie in den Klimaschutz stecken würde. Das Riesenrad, das im Sommer auf dem Augsburger Rathausplatz stehen sollte, kommt wohl doch nicht. Nach Informationen der Augsburger Allgemeinen sind diese Pläne verworfen worden. Und Schuld daran sind unter anderem die Krawalle am Wochenende. Offenbar gibt es Befürchtungen, dass Nachtschwärmer auf das Riesenrad klettern könnten. Für alle Riesenradfans habe ich aber trotzdem einen kleinen Trost. Es soll wieder einen Vergnügungspark auf dem Plärrergelände geben. Die Stadt denkt auch über eine Alternative für das Riesenrad nach. Möglich ist, dass es wieder ein Kettenkarussell geben wird. Um auf das Gelände zu kommen, müssen Besucher sich registrieren. Der Eintritt ist frei. Bezahlt wird, wie beim Plärrer sonst auch, an den einzelnen Fahrgeschäften. Die beiden Elefantendamen Targa und Burma im Augsburger Zoo waren beste Freundinnen. Nun hat Targa ihre Gefährtin verloren, mit der sie 34 Jahre lang zusammen war. Und die Trauer ist dem Elefantenweibchen laut Zoodirektor deutlich anzusehen. Sie verhält sich einfach anders als sonst. In den letzten Tagen hat sie sich zum Beispiel ungewöhnlich oft mit Sand beworfen und mit Wasser besprüht. Vermutlich baut sie damit Stress ab. Nach dem Tod von Burma haben die Tierpfleger vorsichtshalber 4 Nächte lang bei Targa verbracht, damit sie nicht alleine ist. Mittlerweile gibt es aber Entwarnung, Targa geht es soweit gut, sie frisst und auch ihre Verdauung funktioniert. Das ist gerade bei älteren Tieren sehr wichtig und Targa ist immerhin schon 66. Ihre Freundin Burma war in der vergangenen Woche eingeschläfert worden. Sie litt stark unter schmerzhaften Arthrosen und zuletzt halfen leider auch die Medikamente nicht mehr. Wie immer beim Nachrichtenwecker gibt es jetzt einen kurzen Blick aufs Wetter und da muss ich leider schon wieder schlechte Nachrichten verkünden. Auch heute teilen sich dicke Wolken den Himmel mit der Sonne. Es ist mit Gewittern zu rechnen und die Temperaturen erreichen maximal 24 Grad. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe in letzter Zeit wirklich sehr wenig über die Corona-Pandemie nachgedacht. Also klar, es gibt weiterhin eine Maskenpflicht, zum Beispiel in Bussen oder Zügen. Aber dadurch, dass ich wieder in den Biergarten kann oder in Geschäfte, fühle ich mich eigentlich kaum noch eingeschränkt. Und dann lese ich in der Zeitung Berichte über die Delta-Variante und ich frage mich, ob ich mich vielleicht doch ein bisschen mehr mit dem Thema Pandemie beschäftigen sollte. Dazu spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Markus Bär, der hat die wichtigsten Antworten. Hallo Markus. Hallo, ich grüße dich. Die 7-Tage-Inzidenz in Augsburg ist ja recht niedrig. Aktuell liegt sie, glaube ich, bei 13,1 und es gab auch nur 9 Neuinfektionen. Da könnte man schon fast auf die Idee kommen, ja, Corona ist so gut wie vorbei. Hältst du diesen Gedanken für gefährlich? Nee, für gefährlich halte ich diesen Gedanken jetzt eigentlich nicht. Aber ich denke, wir sollten uns alle darüber im Klaren sein, dass
Corona auch jahreszeitenabhängig ist. Das hat sich ja schon letztes Jahr gezeigt. Und es wird natürlich im Herbst wiederkommen, so wie bestimmte Grippearten auch wiederkommen. Zurzeit ist die Inzidenz erfreulich niedrig, aber sie wird wieder ansteigen. Ich glaube, dass es eher sinnvoll ist, wenn man sachlich, nüchtern darüber nachdenkt. Aber man muss nicht ängstlich werden. Man muss auch nicht Begriffe wie gefährlich verwenden. Ich denke, es kommt halt wieder und darauf müssen wir uns einstellen. Aktuell liest man ja sehr viel über diese Delta-Variante, die sich anscheinend auch sehr schnell verbreitet. Was kannst du denn dazu sagen? Es gibt derzeit natürlich, sage ich mal, relativ viele Thesen, aber man liest sehr viel, dass die Delta-Variante gefährlich sein soll, dass sie gefährlicher sein soll, vor allen Dingen als die anderen Varianten. Meine Recherchen, etwa mit Experten von der Uniklinik in München beispielsweise, die ich heute vorgenommen habe, zeigen aber, die Delta-Variante ist vermutlich nicht gefährlicher. Darauf weisen alle Daten aus Großbritannien hin, wo ja die Delta-Variante schon viel, viel mehr kursiert. Was man aber sagen kann, ist, dass die Delta-Variante wesentlich infektiöser ist als die bisher bekannten anderen Varianten, und zwar um den Faktor 50%. Also sie ist nochmal um die Hälfte infektiöser und entsprechend ernst zu nehmen. Ich bin inzwischen einmal gegen Corona geimpft. Die zweite Impfung steht noch aus. Wie gut bin ich denn damit aktuell gegen die Delta-Variante geschützt? Das ist eigentlich so ähnlich wie bei den anderen Varianten auch. Die Erstimpfung hilft natürlich. Sie sorgt für einen bestimmten Schutz, baut ihn auf, verhindert schon den einen oder anderen schweren Verlauf, der möglich wäre, der denkbar wäre. In den meisten Fällen kommt er ja gar nicht zum Tragen. Aber grundsätzlich ist die zweite Impfung nach Angaben von Experten auf jeden Fall auch wichtig. Also die sollte man sich auf jeden Fall auch abholen und nicht etwa einsparen. Auch in Augsburg hat es ja schon vereinzelt Fälle mit der Delta-Variante gegeben. Müssen wir uns da jetzt Gedanken machen? Also zum Beispiel, wenn man an Lissabon denkt, das kurzzeitig in den Lockdown musste? Also ich denke, für Augsburg müssen wir das jetzt nicht bedenken. Also nach Angaben von Experten, wie gesagt, heute habe ich ja mit einem gesprochen, der ist der Meinung, aufgrund des relativ guten Impfregimes, Grades, den wir eigentlich schon bei uns haben, und dazu zählt ja auch Augsburg, und aufgrund der Tatsache, dass das Delta-Virus gerade momentan durch die Situation, es steht der Hochsommer an, sich eher langsamer verbreitet, müssen wir wahrscheinlich nicht damit rechnen. Man sollte aber, so sagte der Experte, weiter fleißig impfen. Und dann ist davon auszugehen, dass man, wenn es dann im Herbst wiederkommt, dass es dann eben nicht zu solchen Verhältnissen wie etwa in Lissabon oder Großbritannien kommt. Das waren Informationen zur Delta-Variante von meinem Kollegen Markus Bär. Vielen Dank, Markus. Danke auch. Und auch das ist heute für euch wichtig. In Bonn beginnt heute ein Prozess gegen drei Maskenverweigerer, die letztes Jahr in einem Supermarkt in der Nähe von Köln auf Polizisten eingeschlagen haben. Ein Video von der Schlägerei hatte sich rasant im Netz verbreitet. Die Ermittler gehen davon aus, dass die zwei Männer und eine Frau bewusst Streit suchten. Sie gingen nämlich ohne Corona-Masken in den Laden und stritten sich zuerst mit den Verkäufern und dann mit der Polizei. Zum Schluss gibt es im Nachrichtenwecker immer noch eine schöne Meldung und heute geht es um Panda-Bären. Der Zoo von Tokio darf sich gleich doppelt freuen. Die Panda-Dame Shin Shin hat Zwillinge zur Welt gebracht. Zoodirektor Yutaka Fukuda sagt, er war darüber so glücklich, dass er einfach losgeschrien hat. Eines der knuffigen Panda-Babys muss allerdings in den Brutkasten. Nach Zwillingsgeburten kümmern sich Pandas nämlich üblicherweise nur um ein Baby. In freier Wildbahn würde sie das andere vermutlich zurücklassen. Deshalb stellt der Zoo sicher,
dass auch das zweite Baby gut gewärmt wird und ab und zu zur Mutter gebracht wird, wo es Muttermilch bekommt. Der Nachwuchs ist nicht nur für den Zoo eine riesige Einnahmequelle. Als bekannt wurde, dass Xin Xin schwanger ist, schossen die Börsenkurse einer Restaurantkette in die Höhe, die Filialen neben dem Zoo hat. Und mit dieser süßen Meldung verabschiede ich mich für heute. Ich sage danke fürs Zuhören und danke auch an meinen Kollegen Markus Bär für die Infos zur Delta-Variante des Coronavirus. Wenn ihr das nochmal nachlesen wollt, findet ihr den Link zum Artikel in den Shownotes. Ich bin auch morgen wieder für euch da und freue mich, wenn ihr dann wieder den Nachrichtenwecker hört. Bis dahin, macht es gut. Ciao. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen mit freundlicher Unterstützung von Hitradio RT1. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.